Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII. Ja, wir sind noch einmal jetzt hier, weil ja, ich hatte jetzt neu geladen nochmal und einfach mal den Arm von Genova mit ja, diesem Team hier halt besiegt, mit Aeris und Tifa. Weil nicht nur, dass ich dann gleich Hojo noch am Strand besuchen kann, sondern auch, dass mit Barrett gleich noch ein witziges Detail in dieser Stadt zu finden ist, aber natürlich nur, wenn ich ihn nicht dabei habe in der Party, was ich natürlich nicht bedacht hatte, weil ich bin. Deswegen sind wir noch mal ganz kurz hier und ich schaue auch mal, ob was Neues mit Johnny passiert, wenn wir jetzt Tifa dabei haben und wir ihn jetzt anquatschen. Na, sagt Tifa irgendwas? Nö, da kommt irgendwie nichts Neues, auch wenn wir Tifa dabei haben, das ist ihr scheißegal und Johnny auch. Ist egal, ist okay. Gehen wir erstmal ins Innen. Oh, oh. Marlene, alles okay? Hey du, da ist jemand drin, okay? Ich finde das so geil. Weil wir halt Barrett gesagt haben, dass er so gut aussah in seinem Matrosen-Outfit und er gesagt hat, ja nee, ich trage, was ich will und halte doch die Klappe alle und sowas, ne? Hat er sich aber doch das jetzt nochmal hier angezogen und bewundert sich selber, wie schön er doch ist. Oh, ich fühle mich furchtbar. Oh, du. Du warst mit dem großen Matrosen zusammen, stimmt's? Keine Ahnung, wovon du redest. Was ist los? Hör dir das an. Plötzlich stürmt dieser riesige Matrose hier herein und besetzt das Klo. Jetzt ist er schon die ganze Zeit da drin und stöhnt. Das klingt irgendwie falsch, aber egal. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ah, falls du eincheckst, würdest du dann bitte auch seine Rechnung zahlen? Nein. Hey, Cloud! Noch zu früh, oder? Was jetzt? Reicht's jetzt? 200 Gil pro Nacht. Nee, danke, jetzt nicht. Bist du sicher? Besuch uns wieder. Ich verzahl doch vor allem nicht auch noch seine Rechnung mit. Ach, Barrett. Das ist schon einfach nur schön. Na gut, okay. Gehen wir. Ja, nee, ich komme jetzt nicht zu dir, Junge. Alles gut. Oh, Cloud. Hey, sieh dir das an. Hm? Ist das Mädchen im Bikini? Nein. Wer? Hojo? Der Mann da drüben, ist das Hojo? Geh rüber und sprich mit ihm. Okay. Gott, was willst du? Oder fragt das Mädel das? Ich weiß es nicht. Ich will mit ihm sprechen. Hey, was denkst du, wer du bist? Professor Hojo, dieser schreckliche alte Mann sagt, er will mit dir sprechen. Ich bin beschäftigt. Aber schade. Hä, aber ich kann doch mal... Achso. Nein, warte, ich erinnere mich an euch. Auch wenn du mich nicht ansiehst. Ah, jetzt. Ja, ja, jetzt erinnere ich mich. Es ist lange her, Cloud. Hojo. Manchmal muss man einfach Dinge wie dies tun. Was tust du? Oder beziehungsweise was hast du denn jetzt vorzutun? Seht ihr denn nicht? Ich bräune mich. Komplett in Forscherkleidung. Da bringt das besonders viel. Oder was? Antworte mir. Ich glaube, wir haben beide das gleiche Ziel. Ach echt? Wäre mir neu, ehrlich gesagt, aber egal.
Du meinst Sephiroth? Hast du ihn gesehen? Ich verstehe. Was ist? Nichts. Ich erinnere mich gerade nur an eine bestimmte Hypothese. Hattest du nie das Gefühl, dass du von etwas gerufen wirst? Ohne dass du an einen bestimmten Ort gehen musstest? Ich gehe hin, wo immer Sephiroth sein Unwesen treibt. Um ihn zu schlagen und allem ein Ende zu machen. Ich verstehe, das könnte interessant sein. Warst du Soldat? Möchtest du mein Versuchskaninchen sein? Oh, was denn jetzt? Du ziehst dein Schwert? Cloud, nicht! Wenn er stirbt, finden wir nichts raus. Sag mal, bist du nicht der vom alten Volk vor allem? Müsste es nicht heißen die? Eris ist schließlich kein Kerl, aber egal. Ich bin Eris. Du könntest dich wenigstens an meinen Namen erinnern. Ich möchte, dass ihr mir etwas sagt, Professor Hojo. Ich weiß, dass ich vom alten Volk bin. Meine Mutter erzählte es mir. Deine Mutter? Oh, du meinst Inferna. Wie geht's ihr? Wisst ihr es denn nicht? Sie ist tot. Ich verstehe. Professor Hojo? Ist Genova vom alten Volk? Ist Sephiroth vom alten Volk? Haben wir alle das gleiche Blut? Nach Westen. Er murmelt vor sich hin. Das kann nur bedeuten, er hat was zu verbergen. Hey, antworte mir! Es hat keinen Sinn. Es ist zwecklos. Nicht mal in dieser Hitze zieht er seinen Laborkittel aus. Ich schätze, das weist ihn als Intellektuellen aus. Naja, obwohl das wahrscheinlich eher das Mädel gesagt hat, aber egal. Ich werde das Geflüster von Professor Hojo übersetzen. Nach Westen, am Berg Coral vorbei und weiter. Hast du das? Ich hab's selbst nicht gut verstanden. Okay, da kriegt man nochmal diesen Tipp, aber da kommt man ja sowieso hin, deswegen ist es egal. Aber naja. Ich wäre gern ein Versuchskaninchen. Besonders für Professor Hojo. Aha. Wir wollen das nicht weiter vertiefen. Was ist mit dir, Kumpel, eigentlich? Falls du zum Bergkommel gehst, kaufst du besser was Weiches. Zumindest sagt man das immer, oder? Bereite dich vor und du wirst dich nie fürchten. Hey, ich bin kein Idiot. Ich verkaufe nicht das Fell des Bären, bevor ich ihn gehäutet habe. Nicht schlecht, hä? Weiß ich nicht. Hast du wirklich was? Nee. Lol. Egal. Ach, jetzt ist sie immer noch da? Wahrscheinlich, weil ich vorher nicht mit ihr geredet habe. Kleiner Nebenverdienst, bla bla bla, ist klar. Nee, ist okay. Ach ja, stimmt, sie ist ja erst weg dann, wenn ich geschlafen habe. Ja, aber ansonsten ist dann hier auch nichts weiter. Anscheinend. Ja gut. Dann war es das mit dem kleinen Bonus-Part. Das wollte ich nur mal eben zeigen. Und dann geht es auf jeden Fall im nächsten Part dann weiter mit dem, wo wir eigentlich stehen geblieben waren. Ja, ein kleiner Mini-Bonus-Part. Auf jeden Fall dann danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören und bis zum nächsten Hauptpart wieder, ihr Lieben. Bye, bye.